Hi Leute, willkommen bei Tupac VR. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wie ihr seht, steht hier ein riesen Mesh vor uns. Und in dem werden wir nachher einsteigen. Wir zocken Vox Machina. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ein echt geniales Spiel. Wer Mesh Warrior mag, der wird das Spiel hier lieben. Weil man sitzt endlich wirklich in so einem Mesh drin. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Die Trainings habe ich schon alle gemacht. Die Trainings. ich würde sagen, wir joinen einfach mal im Game. Wir suchen mal was. Irgendwo, wo ein bisschen auch was los ist. Wäre natürlich nicht so schlecht. Deathmatch 2.16. Ist natürlich alles noch nicht so voll. Vielleicht ist die Uhrzeit auch blöd, wo ich jetzt hier anfange zu suchen. Okay, nehmen wir den 2.16er Deathmatch. Und viel Spaß. Und schon sind wir drin. Das ist einer von unseren Freunden. Okay, hier können wir, hier links können wir einen Hebel machen mit Gängen, wie schnell der nach vorne geht. Hier können wir den ganzen Kerl hier links und rechts steuern. Hier fliegen wir hoch. Okay, der ist raus. Man kann hier ziehen und dann fliegt man auch raus. Oh, hier geht es doch was ab. Boah. Das ist der Knaller, das Spiel. Ah, da ist noch einer. Raus! Weiter geht's. Genau, da haben wir unseren Laser. Hier haben wir auch noch so ein Display, wo sich Gegner aufhalten. Und unsere Leute natürlich auch. Das ist einer von uns. Jetzt fliegen wir mal hier. Wir haben hier hinten sogar ein Bett, wenn ihr das jetzt erkennen könnt. An alles gedacht worden. So, jetzt springen wir nochmal, wenn es geht. Okay, ich habe mir eben irgendwas falsch eingestellt, glaube ich. Weil er schießt, glaube ich, auch gleichzeitig die, die kleine Waffe ab. Oh, der ist schon stark beschädigt da. Okay, wir müssen jetzt hier ein bisschen... Okay, jetzt sind wir überhitzt. Wir müssen jetzt neu starten hier mit dem Schlüssel. Komm, starte! Oh, wo schießt der denn jetzt hin? Okay, das war's. Okay, wir checken noch mal kurz hier die Loadout. Irgendwie habe ich eben Mist gebaut. Alpha, Modify, sowas. Ah. Small Laser. Press the trigger, you want to fire this weapon. Ja. Was ist da, wenn man jetzt da was aussucht? Ich verstehe dieses Loadout noch nicht ganz.
probieren wir nochmal. Kommst du jetzt hier raus? Ah, okay. Und ready. Wir haben auch eine geile Hupe hier. Funkgerät haben wir auch, können wir mit unseren Leuten kommunizieren. Okay, wir versuchen jetzt mal nicht direkt reinzulaufen, sondern wir gehen hier geradeaus und dann um den Felsen vielleicht. Machen wir mal den vierten Gang rein. Okay, wir müssen drehen. Okay, den haben wir, glaube ich. Okay, wir müssen aufpassen, dass wir nicht überhitzen. Da rechts die Anzeige. Wir müssen ein bisschen rückwärts, glaube ich. Okay, wir überhitzen. Okay, wir sind überhitzt. Komm, Neustart, Neustart. Oh, wir kriegen gerade richtig was ab. Okay, das war's. Tupac out. War auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht. Müssen ein bisschen warten. So, jetzt sind wir da. Das Feeling ist so geil, ey. Man hat ja auch so einen Monitor, wo man Sachen ganz nahe hat. Da muss man genau zielen und dann kann man den reinholen. Boah, fast wie Transformers da hinten. Boah. Okay, das war's. Wäre cool, wenn man hier noch Koop einbaut, dass es noch Geschütztürme gibt oder so, wo ja, der Koop-Partner dann dranhängen kann. Das wäre echt cool. Dass man zu zweit in so einem riesen Teil sitzt. Schauen wir mal, was wir hier sonst noch haben. Der Catalyst. Nehmen wir mal hier so einen kleineren. Mal gucken, was der drauf hat. Okay, der. So, hier springen wir mal ein bisschen drüber. Versuchen dann mal hier hochzukommen, den Berg. Ist natürlich alles was behäbiger als, weiß ich nicht, irgend so ein Battlefield oder Doom oder so, was man sonst so gewohnt ist. Aber es macht trotzdem tierisch Spaß. Besonders, dass man das hier nicht jetzt mit dem Controller, sondern wirklich mit den Touch-Controllern zocken kann, ist cool. Man kann hier jeden Hebel bewegen.
Was hat der denn hier für eine Hupe? LKW-Hupe, geil. Ah, okay, hier müssen wir diese Dinger, Stützpunkte quasi einnehmen. Die gehört schon von, die ist schon von unserer Seite jetzt hier. Was sollen Tankstellen darstellen? Da kommen Gegner. Sollen wir uns den versuchen zu holen? Oder sollen wir jetzt auch hier hoch? Na komm, wir gehen mal hier hoch. Schub. Und weiter nach vorne. Den haben wir besser drin jetzt. Okay, jetzt nach vorne. Und runter. Müssen wir unseren Kumpel hier Unterstützung. Ah, der unterstützt auch schon, ist ganz gut. Oh, ich habe meinen Kumpel getroffen. Ach du Scheiße. Ist der jetzt abgetaucht oder was? Mal kurz schauen, ob da irgendwas. Komm! Zerstören! Mist. Komm, komm. Wir sind wieder im Business. Aber wir werden gerade richtig aufs Korn genommen. Ja, das war's. Hup, hup. Ich fand den jetzt gar nicht so schlecht, den Kerl, diesen Catalyst. Kann man hier auch was drehen? Ne, okay. Und wir sind ja zurück im Business. So, wo gehen wir denn hin? Nach vorne und dann, ich würde sagen, dass wir uns ein bisschen links halten. Oh! Wenn wir den mal richtig reinkriegen hier. Okay, überhitzt. Ich habe nicht aufgepasst.
der von uns? Ja, okay. Ich komme hier nicht rüber. Was macht der gerade? Der eskaliert. Okay, der ist auch von uns. Dann holen wir uns den, der da hinten eben abgehauen ist. Dann müssen wir wahrscheinlich rechts hier rum. Ich will nur nicht hier reinfallen. Ich weiß nicht, was dann passiert. Und uns wird angezeigt, dass unser linker Arm beschädigt ist. So, mal schauen, was wir hier, ob wir hier Gegner finden. Okay, da sind jetzt gerade alle abgehauen. Wir werden da hinten mal hingehen. Wenn wir da überhaupt hinkommen, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich weiß nicht, ob das Lava ist oder... Coolant plant. So, hier passiert gar nichts. Okay. Dann wieder nach vorne. Haben wir das Ding jetzt eingenommen? Ja, sieht so aus. Okay. Dann nochmal zurück. Wir gehen jetzt rechts rum. So muss VR sein. Echt genial. Auch wenn ich echt lieber irgendwie stehe beim Zocken, beim VR-Zocken. Aber in dem Game macht das natürlich überhaupt keinen Sinn. Aber ich merke im Sitzen definitiv, dass ja nicht direkt Motion Sickness, aber ich merke das im Kopf besser, als wenn ich im Stehen spiele. Also ich werde jetzt im Sitzen nicht so lange zocken können wie im Stehen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Komm, den holen wir uns. Okay, wir müssen ein bisschen lang. Okay, der ist raus. Da kommen wieder Gegner. Die können wir aber von hier aus eigentlich schön. Ah, zweiten Gang kommen wir hier nicht vorbei. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. Aber der scheint, ja, der scheint down zu sein, okay. Ich krieg halt richtig, richtig auf die Fresse. Ja. Wir können raus. Und wieder zurück.
Wir müssen auf jeden Fall zu dieser Tankstelle zurück. Okay, wir werden von oben beschossen. Aber ich sehe nichts. Okay, vorwärts. So, den machen wir jetzt down. Scheiße. Wir nehmen nochmal den dicken hier. The big one. So. Müsste hier noch einen fünften, sechsten Gang geben. Einen kleinen Turbo. Da müssen wir uns aufmerksam machen hier. Okay, das ist unser nächstes Ziel. Da oben geht irgendwas schon ab. Wir fliegen mal hoch, vielleicht sehen wir dann was. Oh, langsam, langsam. Aber Mechs bewegen sich halt nicht schnell. Außer der kleine hier. Ah, komm. Ist er eingenommen, das Ding? Ah. Der will sich mit uns messen, okay. Okay, nach vorne. Da haben wir wohl gewonnen. Von rechts, von links kommen sie. Wir drehen ab und holen uns ein. Gehen wir hier durch oder nach? Ich weiß, bin mir nicht sicher. Komm, wir gehen hier durch. Oh Gott! Das war schnell, aber drei Gegner ist natürlich hart. Salvage located. Destroy all scavengers and capture it.
Wo geht denn hier die Party ab? Ich glaube da oben. Das ist Original Transformers jetzt, oder? Mega. Okay, hier haben wir immer noch den Laser drauf. Da soll man eine Railgun drauf haben. Das werden wir gleich mal probieren. Wird uns ja hier angezeigt auch, was wir wo haben. Okay, überall Leute von uns. Vielleicht jetzt hier gleich, wenn wir hier um die Ecke laufen, dann kommen uns wieder 6 entgegen. Der hat schon feinen Kontakt. Komm, wir laufen hier hoch. Oder? Nee, nee. Das ist natürlich ein Nachteil, wenn man diesen großen nimmt, dass man so langsam ist. Boah, jetzt gehen die ja überall ab. Oh, ich bin auch down. Aber ich habe ihn mitgenommen. Hier auch lang kommen. Mal schauen. Aber man kann auf jeden Fall hier hochlaufen. Das versuchen wir auch. Das sieht ja cool aus, wie so eine kleine Spinne oder so. Von der Höhe her denke ich immer, das müsste eigentlich ein bisschen höher sein. Mir kommt das jetzt gar nicht so hoch vor, wie wir hier drin sitzen. Rechts von uns sind auf jeden Fall welche. Komm, komm, komm.
Komm nach vorne. Boah, die sind jetzt überall. Scheiße, nicht getroffen. Komm, den haben wir, oder? Aber uns ist fast alles kaputt. Und das war's. Heute ist das hart. Da ist ein roter Kreis, da gucken wir jetzt mal. Also wirklich gut bin ich nicht, also da muss ich echt noch üben, besser zu werden. Okay, der rote ist down. Wenn es so abläuft, dass 3-4 andere sind, dann werde ich zu nervös. Den hat er auch platt gemacht, sehr gut. Also haben wir echt einen guten Flug gemacht. Bin gelegt, sag ich mal. Was da? Ja, oh, da sind einige Gegner. Jetzt kann es hart werden. Mit der Railgun komme ich nicht so ganz klar. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Wahl war. Boah, wie schnell war ich denn jetzt down? Ah, fuck. Okay, mal kurz im Loadout. Modify, so war's. Railgun weg. Flag Cannon. Ready. Okay. Los geht's. Wir versuchen hier hochzukommen. Komm, komm, komm. Der nimmt uns auseinander, oder? Ja. Oh, what the fuck? Tupac down. Oh, Stoff jetzt hier. Jetzt komme ich hier nicht drüber, oder was?
Oh, warum? Ja, weil was von rechts kommt, links kommt. Okay, und weg. Boah. So Leute, ich würde sagen, das war's mit Vox Machinae. Ich muss jetzt endlich mal eine Pause machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, haut ein Like raus. Wenn ihr noch kein Abo gegeben habt, haut ein Abo drauf, wäre geil. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.